Bergdorf nach diesem langen Feiertag gestern, nach diesem langen Festtag. Oder wie man vor 865 Jahren hier vielleicht gesagt hat, Dübre Dan Slavek, also guten Morgen Slavek. Denn nach ihm, einem elbslawischen Polaren, ist unser Dorf ja benannt worden. Villa Slavki oder Slavek ist Torf dann und irgendwann Schlagsdorf. Herzlich willkommen zum Gottesdienst, zum halbrunden oder halb schiefen Geburtstag unseres Dorfes 865 Jahre. Zusammen mit unserem Dorf. 865 Jahre alt sind wir heute geworden. Oder anders gesagt, hier wächst gerade die 29. Generation nach der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes heran. Und diese Urkunde, die das Datum macht, also diese erste urkundliche Erwähnung vor 865 Jahren, die hat etwas mit der Christianisierung zu tun. Denn vorher lebten hier natürlich auch schon Menschen, Slawen nämlich. Der sächsische Herzog, Heinrich der Löwe, eroberte dann aber das elbslawische Polarien, zu dem auch unsere Gegend hier gehörte. Er gründete die Grafschaft Ratzeburg, veranlasste den Bau des Ratzeburger Doms und vermachte dem Bistum Ratzeburg eben auch in dieser Urkunde einige Dörfer und darunter unser Villa Slavki als Kirchenland. In den folgenden Jahren, um 1190 ungefähr, ist mit dem Bau unserer Kirche dann begonnen worden. Die nächsten historischen Spuren finden wir in unserer Kirche aus der Zeit um den 30-jährigen Krieg herum. Man kann, wenn man genau hinsieht, von der Straße aus auf die Kirche schaut, noch Fenster sehen, die da mal gewesen sind, die jetzt zugemauert sind, niedriger als die anderen. Pestfenster heißen die. Fenster, durch die in der Pestepidemie den Kranken das Abendmahl nach draußen gereicht worden ist. Das ist so ein Zeugnis aus alter Zeit. Der Krieg machte auch hier in unserer Gegend mit Krankheit und Tod den Menschen zu schaffen. Straßen und Gärten und Äcker wurden von Wildnis überwuchert und Dörfer verödeten. Erstaunlicherweise haben wir aber gerade aus diesen Jahren des 30-jährigen Kriegs mehrere Einrichtungsgegenstände in unserer Kirche, die zu der Zeit gespendet worden sind von Menschen, die hier lebten, teilweise auch mit Namen, die heute hier noch bekannt sind, Nachfahren von denen, die damals im 30-jährigen Krieg hier alles überlebt haben. Ja, ich dachte, zum Schluss könnten wir nochmal das Hickelburg-Lied singen. Ich habe das heute schon, gestern schon öfter mal gehört, über Band, aber ich weiß nicht, ob es schon so richtig gesungen wurde. Und man kann es ja ruhig auch öfter singen. Jetzt machen wir es noch einmal. Wo die grünen Wiesen leuchten.